herzlich willkommen zu unserem Pearl TV Energieratgeber. Schön, dass Sie bei uns eingeschaltet haben. Wir zeigen Ihnen jetzt in knapp einer guten Stunde unsere drei besten und meistverkauften Balkonsolaranlagen. Und es ist in aller Munde, bestimmt haben Sie da auch schon von gesprochen oder auch mal gesehen, vielleicht bei den Nachbarn oder wenn Sie auf dem Weg zur Arbeit sind. Es kommen immer mehr diese Solaranlagen auf die Dächer oder vielleicht auch sogar auf den Balkon. Und das kann wirklich sehr einfach sein. Ich war begeistert hiervon, weil es dann auch für unser Eins vielleicht in einer Mietwohnung endlich mal möglich ist, so seine Grundenergie abzufedern und das einfach dank der Sonnenenergie. Und da zeigen wir Ihnen, wie gesagt, die drei beliebtesten und meistverkauften Solaranlagen. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Ingo erklärt uns jetzt mal ein bisschen was davon. Ja, vielen Dank, Moni. Wir haben hier hinter mir schon mal die erste Solaranlage aufgebaut. Sie können die hier sehen. Das ist eine Balkonsolaranlage. Eine Balkonsolaranlage bedeutet, dass ich die eben nicht nach draußen aufs Dach oder sonst irgendwo hinbauen muss. Mhm. Von der Größe her ist das ja wirklich überschaubar. Wir haben hier 4 Solarpanel und dann kann man die eben mal an eine Mietwohnung, an ein Mehrfamilienhaus oder vielleicht hat man auch eine Eigentumswohnung, da kann man die dann ganz einfach anbringen. Es geht darum, dass wir hier mit der Kraft der Sonne Energie erzeugen und die dann auch gleich nutzen können. Das ist doch genial. Ja, vor allem, weil es ja 100% erneuerbare Energie ist, das ist das eine. Ja. Und es trifft ja aktuell einen Nerv. Ne? Das merken wir ja an den Verkaufszahlen. Also sie schlagen hier tatkräftig zu bei diesen Balkon-Solaranlagen. Deswegen ja hier auch die besten Solaranlagen bzw. am meisten bestellten Solaranlagen für Sie hier. Mhm. Und es ist ja auch einfach, dass dieser Knackpunkt aktuell Stromkosten, ne? Ja, Stromkosten natürlich sind eine Sache, dass also die Strompreise ja durch die Decke gehen im Moment. Im ersten Halbjahr 2023 ist so durchschnittlich, haben sich die Strompreise im Vergleich zum letzten Halbjahr 2022 nur in einem halben Jahr verdoppelt. Das in ist Deutschland. Und das viel. Ist wirklich Wahnsinn, das merken wir alle. Ihr merkt das auch. Hast du schon einen Brief gekriegt von deinem Energieversorger? Also ich musste schon nachzahlen, oh, du musstest aber ich warte schon nachzahlen. Jetzt noch auf den nächsten Brief. Ich bin gespannt. Aber natürlich wird es nicht mehr weniger. Es wird wahrscheinlich immer noch mehr. Und so geht es Ihnen wahrscheinlich auch. Und deshalb finde ich es gerade so gut, dass wir hier diese Balkonsolaranlagen haben. Weil das kann man super einfach anbringen. Ich dachte immer, das ist nur was für Hightech-Menschen, die sich da studiert haben und super gut auskennen. Aber jetzt auch für unser Eins. Ja, oder auch, dass du die nicht selber aufbauen kannst, sondern dass du dann gleich irgendwie so Dienstleister dir ranholen musst. Ne? Mhm. Jetzt gerade in diesen Zeiten, wo man sieht und hört, dass das so beliebt ist, hätte ich nicht gedacht, dass du da jetzt tatsächlich selber direkt aktiv werden kannst. Und direkt ist hier auch das Stichwort, ne? Ja, direkt ist das Stichwort, weil wir die direkt in unseren Stromkreis einspeisen, über eine Steckdose. Das ist bei dieser hier nicht anders. Sie haben das eben in der Grafik gesehen oder ihr habt es auch gesehen. Du kriegst diese Solarpanel, bringst die irgendwo an. Das muss ja nicht auf dem Balkon sein. Du kannst da auch jede freie Fläche im Prinzip benutzen. Und die steckst du dann einfach in unserer ersten Anlage in eine umgebaute Schuko-Steckdose. Alles, was du hier machen musst, ist die Schuko-Steckdose rausnehmen und eine WLAN-Steckdose rein. Das ist also wirklich ein einfacher Austausch. Das macht ein Elektriker innerhalb von 5 Minuten. Das sollte auch eine elektrisch geschulte Fachkraft eben machen, dass das eben sicher ist. Und in dem Moment, wo du die reinsteckst, erzeugst du schon deinen eigenen Strom. Hier bei unserer ersten Anlage reden wir von 600 Watt, die wir hier erzeugen können. Das sind diese 4 Solarpanel. Und das ist der Inverter. An den werden die alle angeschlossen, denn die werden da ganz einfach reingesteckt und dann nimmt man die WLAN-Steckdose und steckt die eben, wie wir es hier gemacht haben, dann da den WLAN-Stecker rein. Das ist wirklich nur ein Umbau, das heißt, du nimmst die Schuko-Steckdose raus und setzt eine WLAN-Steckdose rein. Mhm. Die sind natürlich auch absolut sicher, die sind nach VDE-Normen geprüft, also da können Sie sich auch darauf verlassen, dass da kein Kurzschluss oder sonst irgendwas passiert. Die sind dafür gemacht, hier eben auch draußen zu sein am Balkon. Strompreise haben wir drüber gesprochen. Jetzt reden wir mal über den Grundstrom, den jeder so hat zu Hause. Weil dafür sind die dann. Diesen Grundstrom, den können wir hier abfedern, wie du richtig gesagt hast, Monique. Das ist Strom von Geräten, die sowieso den ganzen Tag drin stecken. Ne? Vielleicht ist das ein Kühlschrank. Definitiv ist es ein Kühlschrank. Aber all diese Geräte, stimmt, die man... Stimmt, hat ja jeder, ne? Ja, das ist sowas, was jeder hat. Ein Kühlschrank, ein Router. Was hast du? Du bist ja im Moment hier. Was steckt denn bei dir gerade im Stromkreis? Der Kühlschrank mit Gefrierfach auf jeden Fall. Dann ist noch eine Waschmaschine, die am Laufen war. Dann mein Geschirrspüler, dann die ganzen Standby-Geräte.
Ich ziehe da auch immer nicht den Stecker raus, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Und natürlich der WLAN-Router. Also es kommt so einiges zusammen. Und ich denke mal, da komme ich bestimmt so auf 300 oder 400 Watt, die momentan bei mir zu Hause, wenn ich nicht da bin, immer gebraucht werden. Und das ist ja einiges. Ja, und wir haben mal so eine Grafik vorbereitet, wo man eben sieht, was das bedeutet jetzt. Hier sehen wir mal so den durchschnittlichen Tagesverbrauch, den man so in einem ganz normalen Haushalt hat. Das heißt, morgens ein bisschen mehr, weil man da halt sich fertig macht morgens und Frühstück, am späten Nachmittag und Mittag und dann natürlich abends, wenn man Fernsehen schaut und diese ganzen Sachen. Aber dieser orangene Halbmond, den man da unten sieht, das ist Strom, der jetzt hier tatsächlich von dieser Solaranlage eben erzeugt wird. Und das ist Strom, den man nicht bezahlen muss. Der ist ja umsonst. Die Sonne ist ja ein Energielieferant, der immer da ist und nichts dafür nimmt, dafür, dass er uns die Energie gibt eben. Und das kann schon dann eben, wenn man so eine Balkon-Solaranlage hat, sich innerhalb weniger Jahre wieder amortisieren, sagt man ja immer. Also es ist richtig, richtig clever. Du wohnst in einer Mietwohnung, ne? Ja, richtig. Ja, Mehrfamilienhaus. Mehrfamilienhaus. Mhm. Und da hast du jetzt wahrscheinlich auch einen Balkon, ne? Ja, richtig. Hab ich. Ein kleines Balkönchen. Ein kleines Balkönchen, ne? Und Sie sehen diese Solarpanel. Also wir haben nachher noch von der Fläche her kleinere, aber es geht hier halt um die meist verkauften Balkonsolaranlagen, die wir Ihnen hier mal erklären wollen. Wenn Sie denn die Fläche haben, diese 600 Watt, die das erzeugt wird, je mehr Strom ich selber erzeuge, desto weniger muss ich eben an meinen Energieversorger bezahlen. Mhm. Und bei dir jetzt, Moni, wie du gesagt hast, diese 300, 400 Watt, ich halte das für eine ganz vernünftige Einschätzung, was man so braucht am Tag, würde diese hier also tatsächlich deinen Stromverbrauch jetzt bei voller Auslastung im Sommer definitiv, definitiv abdecken. Ja, und das ist gerade richtig super, finde ich, dass das auch für eine Mietwohnung möglich ist, aber natürlich auch im Garten. Also man kann es ja überall anbringen. Und da haben wir sogar noch eine richtig gute Variante für Sie. Denn seit dem 01.01.2023 gibt es ein neues Jahressteuergesetz. Mhm. Und das besagt, dass Sie hier sogar gegebenenfalls mit 0% hier Ihre Balkonsolaranlage bestellen können. Und ich 0% würde sagen, Mehrwertsteuer. Richtig. Und ich würde sagen, wir schauen uns das kurz an, oder? Ja, hier sehen wir mal. Und das ist jetzt ganz, ganz interessant. Wie du sagtest, seit dem 01.01.2023 ist das in Kraft. Du hast jetzt die Möglichkeit, mit 0% Mehrwertsteuer das zu bestellen. Deswegen sehen Sie hier auch zwei Bestellnummern zu unserer Solaranlage. 0% Mehrwertsteuervariante können Sie wählen, wenn Sie das an privaten Wohngebäuden und angrenzenden Objekten, zum Beispiel einen Carport, eine Fertiggarage oder Gartenhaus anbringen. Und wenn Ihre Gesamtleistung Ihrer kompletten Solaranlage am Haus, also auf dem Dach überall, 30.000 Watt nicht übersteigt, was in den seltensten Fällen, also auch wenn Sie eine riesengroße PV-Anlage auf dem Dach haben, was in den seltensten Fällen der Fall sein sollte. Für alle anderen Fälle, also zum Beispiel gewerbliche Nutzung, wenn ich es im Schrebergarten benutze, also nicht bei mir auf dem Grundstück oder meinetwegen auch, vielleicht habe ich eine Ferienwohnung im Ausland, dann kann ich das natürlich nicht machen oder im Camping. Bereich, dann kann ich das nicht machen. Die sind ja mobil, diese Anlagen. Mhm. Das heißt, man kann die mitnehmen. Ist auch noch ein großer, großer Vorteil übrigens. Gerade wenn Sie in einer Mietwohnung wohnen, können Sie die, wenn Sie ausziehen, natürlich wieder abmontieren und mitnehmen in Ihre neue Wohnung und dann eben wieder Ihren eigenen Strom erzeugen. Also ich finde das richtig, richtig klasse. Gerade jetzt mit dieser 0% Mehrwertsteuervariante spart man bei diesen Artikeln natürlich noch eine ganze Menge. Wenn es jetzt ein 10 oder 20 Euro Artikel ist, dann ist es natürlich schön, wenn man Mehrwertsteuer spart. Aber hier bei diesen Artikeln spart man da richtig Geld. Das ist eine Chance, ne? Eine Chance, die man sich nicht durch die Lappen gehen lassen sollte. Ja. Und ich meine, es ist ja so, dass jeder irgendwie jetzt konfrontiert wird mit dem Thema erneuerbare Energien. Ich meine, jetzt habe ich einmal drüber nachgedacht, einmal hier im Energieratgeber eingeschaltet, investiere einmal, installiere es einmal, zack. Der Rest passiert ja von ganz alleine. Ich muss ja nie wieder eigentlich zu diesem Mikroinverter gehen, wenn ich den einmal in die Steckdose gesteckt habe, in die WLAN-Steckdose. Der Rest passiert ja wie von Geisterhand. Also du sprichst ja so gerne auch immer von Sonnenenergie ernten, aber um es zu ernten, muss ich nicht mal den Korb hinhalten. Es reicht einfach nur, die Solarpaneele einmal anzubringen und der Rest passiert dann von Tag für Tag. Ich meine, wie viele Sonnenstunden haben wir mittlerweile schon? Ist schon eine ganze Menge, ne? Und es wird noch mehr jetzt. Also es ist ja auch die perfekte Zeit jetzt, ne? Es ist die perfekte Zeit, weil wir jetzt am Anfang der Sonnensaison sind natürlich. Genau. Da kann ich natürlich dieses Jahr sämtlichen Strom einfangen, der überhaupt vom Himmel fällt,
Das ist also jetzt eine sehr, sehr gute Zeit, aber sogar im Winter, also jetzt ist ja immer noch Sonnenlicht, also Tageslicht alleine reicht schon, dann kriege ich halt nicht die 600 Watt, dann kriege ich vielleicht nur 200 Watt. Aber immerhin. Jedes Watt, was du selber erzeugst, brauchst du nicht zu bezahlen. Und ich meine, das geht ja 365 Tage im Jahr. Ja, weil Tageslicht haben wir eigentlich jeden Tag. Mhm. Ne? Auch wenn es grau in grau ist, ist da Tageslicht. Und damit erzeugen sie oder würden wir dann unseren eigenen Strom erzeugen. Also es ist ganz, ganz clever, diese Solarenergie zu nutzen, die eben da ist. Ich muss sie wirklich nur einfangen, ernten, wie du auch so schön gesagt hast. Hier sehen wir übrigens mal, und das ist eben auch eine ganz wichtige Sache, dass man das selber machen kann. Das sind alles Steckverbindungen. Da brauchen Sie nichts zu löten, nichts zu schrauben, gar nichts. Das stecken Sie ganz einfach in diesen Inverter. Der wandelt die Energie von den Solarmodulen in ja, Hausstrom um. Und das steckst du dann in die Steckdose. Dann wird alles bei dir im Haushalt von diesem Strom zuerst erzeugt. Und nur wenn du dann über diese, jetzt im Sommer sage ich mal 600 Watt rausgehst, dann kommt der Strom von deinem teuren Energieversorger. Also eine ganz, ganz tolle Art, selber Strom zu sparen. Und vor allem ist es etwas, was du selber gebaut hast auch noch. Ne? Ja, selber angebracht. Aber es ist ja gar nicht so viel Bauaufwand. Ne? Also ja. Das ist doch schnell angebracht, oder? Ja, das ist super schnell angebracht. Wir haben Halterungen bei uns auch im Programm, wenn Sie mal bei uns im Katalog gucken. Aber Sie können es natürlich auch selber anbringen, wie Sie wollen. Ganz, ganz einfach. Hier haben wir es mal auf so ein Gartenhäuschen gelegt. Wie gesagt, wenn das ein Gartenhaus bei dir auf dem Grundstück ist, kannst du auch die 0% Mehrwertsteuer nehmen. Und wo ich jetzt gerade diese Steckverbindungen gesehen habe, da kann ich auch nur alles richtig machen, oder? Da kannst du nur alles richtig machen. Es geht nur in eine Richtung. Mhm. Ist eine wirklich ganz, ganz tolle Sache. Also ich merke quasi, wenn es nicht zusammenpasst. Ja, ne? ja. Also auch für uns Frauen eine schöne Sache, ne? Ja, das kannst du nicht geschlechtlich jetzt trennen, aber generell kannst du wirklich jeder machen, ne? Weil du musst es wirklich nur zusammenstecken und in deine... Aber ich will damit einfach nur sagen, ist ja nicht jeder grundsätzlich jetzt so affin, sich so eine Anlage selber hinzubauen, jetzt im ersten Moment. Aber wenn ich das hier sehe, wie einfach das geht, also dann ist es keine Frage mehr, ob ich jetzt der Typ für Technik bin, ob ich jetzt der Typ für Basteleien bin, sondern das kann wirklich jeder und es macht für jeden auch Sinn. Ne? Ja, vor allem, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so übers Land fahre, ihr beide kommt aus Göttingen, das ist ja auch eine ganz schöne Strecke, da sieht man die ja überall, ne? Ja, auf jeden Fall. Das wird immer mehr. Also ich sehe das eigentlich fast auf jedem zweiten Haus. Aber es ist ja wirklich auch gerade so, man hat vielleicht jetzt die Stromnebenkostenabrechnung gekriegt oder auch die Erhöhung geht ihm bestimmt genauso. Und da möchte man jetzt wirklich was ändern. Und jetzt ist halt wirklich die perfekte Gelegenheit, weil das Frühjahr startet erst, die Tage werden immer länger, die Sonnenstunden. Und die können Sie jetzt wirklich ganz einfach nutzen. Und was ich auch noch richtig clever finde, bei unseren Balkon-Solaranlagen, die sind alle mit dem WLAN verbunden. Sie können einfach auf einer App nachschauen, wie viel Sie denn immer gespart haben. Und ich glaube, das gibt dann tatsächlich nochmal so ein richtig schönes Gefühl, so ein Erfolgserlebnis, weil Sie dann einfach Ihre Solaranlage selber angebracht haben. Natürlich die WLAN-Steckdose müssen Sie von einem Elektriker anbringen lassen, aber vielleicht haben Sie auch da wen im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis. Und wenn Sie dann abends vielleicht zusammen mit der Familie sitzen oder auch mal mit den Freunden. Das macht doch einfach richtig Spaß, oder? Wenn man da so richtig schön schwärmen kann, wie viel man denn gespart hat. Ja, das ist wie bei so einer Kasse. Der Betrag geht immer hoch, je länger man die dran hat. Und das ist alles Geld in Euro und Cent, was man gespart hat, was man da auf dieser App sehen kann. Also es ist wirklich kinderleicht, das kann jeder, sich so eine Balkonanlage anzubauen. Ich habe in Bremen, kann man hier bei uns, wenn man rausguckt, sieht man verschiedene andere Häuser. Da sieht man auch jetzt natürlich, viele Leute haben eben auch diese Solaranlagen jetzt auf dem Dach installiert. Aber wenn du mal so durch die Stadt fährst, siehst du auch immer mehr dieser Balkonanlagen. Weil es halt jetzt, das ist wirklich, was sich jedermann irgendwie leisten kann. Die amortisieren sich ja auch mit der Zeit selber. Und da kann jeder seinen eigenen Beitrag auch dazu leisten, jetzt zu der Energiewende. Das ist ja auch nochmal ein wichtiges Thema. Wir erzeugen hier ja grünen Strom. Ja. Da ist kein Kohlekraftwerk drin, kein Gaskraftwerk, kein Atomkraftwerk. Das ist 100% grüner Strom. Mhm. Und das gibt einem auch nochmal so ein gutes Gefühl, denke ich immer. Ja, ne? Das ist nochmal so ein Extra. Ne? Also klar, wir wollen alle unseren Beitrag dafür leisten, dass es unserer Welt auch weiterhin gut geht. Aber natürlich soll es in erster Linie, bin ich jetzt mal so ehrlich, auch mir gut gehen. Und wenn es dann meinem Geldbeutel auch gut geht, also jetzt nicht nur hier bei uns beim TV-Sonderpreis, sondern auch langfristig. Fand das so schön, Moni, wie du es nochmal angesprochen hast mit der App, weil du siehst ja tatsächlich schwarz auf weiß, ab welchem Tag
du die Kosten dafür wieder drin hast. Und wenn ich mir den Preis angucke, ja, dann geht das, glaube ich, recht schnell, ne? Ja. Kommt übrigens versandkostenfrei zu Ihnen natürlich. Ich weiß nicht, wenn Sie sich das angucken und sich vorstellen müssen, das irgendwie in Ihrem Auto von irgendeinem Händler nach Hause zu bringen. Weiß ich nicht, ob das so einfach ist. Das wird Ihnen vor die Tür geliefert und dann können Sie auch schon loslegen und Ihre eigene Balkon- und Solaranlage installieren. Ja, also auf jeden Fall jetzt hier diese Chance nutzen, die Gelegenheit. Und wir haben es angesprochen, vielleicht auch sogar mit der 0% Mehrwertsteuervariante, wenn Sie es zu Hause anbringen oder an einem angrenzenden Gartenhäuschen zum Beispiel oder in einer Garage, können Sie natürlich frei entscheiden. Und dann trifft die 0% Mehrwertsteuervariante auf Sie zu mit der MW 1023 und der 569 oder natürlich auch, wie gehabt, zuvor mit der 19% Mehrwertsteuervariante wäre hier das für unsere 600 Watt Balkonsolaranlage, die bestellen immer die ZX 3138 und der 569. Die Anlage ist auch lieferbar, also nutzen Sie, wie gesagt, auf jeden Fall jetzt diese Gelegenheit und lassen Sie sich die nicht entgehen. Aber vielleicht haben Sie noch ein bisschen mehr oder vielleicht haben Sie eine größere Familie oder auch ein größeres Haus und brauchen ein bisschen mehr Watt. Dann haben wir jetzt hier unsere 1300 Watt Balkonsolaranlage. Wahnsinn! Ja, ich meine, klar, wenn man den Platz hat, kann man größer gehen und da natürlich auch noch mehr Strom selber erzeugen. Diese Anlage jetzt hier, die steht hinter dir, Moni, übrigens. Mhm. Dann wäre mal eins dieser Solarpanel hier eben aufgestellt und den Inverter, der eben den Strom umwandelt. Eins von wie vielen? Eins von dreien. Da sehen wir es mal, hier haben wir es mal angebracht. Du kriegst also drei dieser Solarmodule, wieder ganz normale Steckverbindungen. Und die werden dann mit dem Inverter verbunden und den steckst du wieder mit einer WLAN-Steckdose in deinen Hausstromkreis. Nochmal, die WLAN-Steckdose ist nicht kompliziert einzubauen. Sie nehmen einfach ihre Schuko-Steckdose, irgendeine, raus und bauen eine WLAN-Steckdose ein. Das ist das Einzige, was Sie eine elektrische Fachkraft machen lassen müssen. Oder was man an der elektrischen Fahrkraft machen muss, weil da gehen wir natürlich richtig an 230 Volt dann ran. Mhm. Während des Zusammensteckens ist übrigens absolut sicher, da kann überhaupt nichts passieren, da kriegt man auch keinen gewischt, brauchen Sie keine Angst zu haben. Erst das Letzte dann, wenn eben der WLAN-Stecker dann reingesteckt wird, da muss halt die WLAN-Steckdose ran. Und ab dem Moment, wo ich es reinstecke, erzeuge ich meinen eigenen grünen Strom. Ja, Moni, du hast neulich erzählt, dass es auch noch Zuschüsse gibt. Ja, genau. Es gibt in vielen Kommunen oder Städten sogar Zuschüsse dafür, weil es einfach gefördert werden soll, dass man hier einfach auf die Sonnenenergie zugreifen kann. Zum Beispiel auch bei uns in Göttingen war das der Fall, aber auch noch in vielen weiteren Städten. Da müssen Sie natürlich einfach mal nachfragen. Nachfragen kostet ja nichts. Und wenn Sie dann vielleicht sogar noch 50% gibt es auch in manchen Städten noch dazu kriegen. Wir sehen es hier gerade mal eingeblendet. Balkonkraftwerk, wo Sie mit Förderung hunderte Euro sparen. Und da können Sie jetzt einfach mal nachschauen. Also es wird auf jeden Fall auch gefördert von den Städten, von den Kommunen. Und das ist doch auch noch mal richtig klasse. Dann wird es noch weniger im Preis. Ja, der Anschaffungspreis sinkt dadurch also noch mal rapide. Sie sehen hier so ein paar Beispiele. Teilweise 50% werden da übernommen von Ihrer Kommune. Also am besten einfach mal nachfragen. Dann gehen Sie mit Ihrer Rechnung dahin und kriegen dann eben noch mal Geld zurückerstattet. Ich finde das klasse. Das wird natürlich gemacht, um ja Solarenergie zu fördern, um PV-Photovoltaikanlagen zu fördern, um die Energiewende zu machen. Und wenn man dann auch noch ein paar Euro von seiner Kommune bekommt, macht das die Sache natürlich noch mal preiswerter. Reden wir mal drüber, wo man sowas anbringen kann. Wir haben gesagt, das kann man überall anbringen. Wir haben da mal eine Statistik gefunden, wo die Leute diese Balkon-Solaranlagen anbringen. Und das ist ganz interessant, wenn man sich das mal anschaut. Da kann man nämlich sehen hier, da wird nämlich nicht alles auf dem Balkon angebracht, bei weitem nicht. Nur 29% werden auf Balkonen angebracht. Viele machen es aufgeständert am Boden. Wir haben eben gesehen, wie das mit so einem Gestell gemacht werden kann. Reden wir auch gleich nochmal drüber. Oder es wird auf der Fassadenwand oder auf einem Schrägdach angebracht. Also ganz interessant, dass man das also nicht unbedingt auf dem Balkon anbringen muss, sondern oder wo es angebracht wird. Ich fand das wirklich erstaunlich, dass viele das eben ja, sich so eine Konstruktion bauen. Ja. Das ist ja auch nochmal ein Spaß dann. Ja, ne? Auch das finde ich gerade so super, dass man das wirklich schon mal selber alles vorinstallieren kann. Man kann die drei Solarpanels schon mal anbringen. Vielleicht holt man sich einfach einen guten Freund zur Hilfe oder den Schwiegersohn und dann bringt man das schon mal alles an. Das ist ja auch ein Vorteil von vielen anderen Anbietern. Da sind ja die Wartungen
Wartezeiten allein schon sehr, sehr, sehr lange. Und hier können Sie einfach schon mal einen Großteil selber hier installieren. Ich würde sagen, so 95% und dann die letzten 5% muss natürlich dann mit der WLAN-Steckdose ein Elektriker machen. Aber wie gesagt, vielleicht haben Sie da jemanden an der Hand. Das dauert ja dann auch gar nicht so lange. Also ich finde das richtig klasse. Es beeindruckt mich, dass man das so selber machen kann. Ich finde es auch schön zu sehen, wie die Leute kreativ werden. Ne? Hören wir ja auch immer wieder, wie man das anbringen kann. Also gibt es schon viele Möglichkeiten. Ja, wenn Sie eine Balkonsolaranlage haben zu Hause und die vielleicht schon angebracht haben, schicken Sie uns Bilder. Wir lieben das, wenn wir von Zuschauern Bilder kriegen, wie die unsere Produkte benutzen. Ganz einfach an redaktion@pearl.tv schicken. Und wenn Sie damit einverstanden sind, würden wir die natürlich auch gerne in einer unserer Sendungen dann zeigen. Das ist ja das Ding hier, dass du das wirklich selber machen kannst. Du brauchst kein Studium dafür, keine Ausbildung. Du kannst es wirklich selber an den Balkon hängen. Und das ist eine Aufwertung natürlich auch deiner Immobilie, wenn es eine Eigentumswohnung ist. Und du hast jetzt eben die Möglichkeit, das selber zu machen, ohne jetzt 10, 20, 30.000 Euro, haben wir schon gehört, für komplette Photovoltaikanlagen auszugeben. Sondern du kannst deinen eigenen Beitrag dazu leisten. Mir geht es ja auch so, ich werde immer neidisch, wenn ich sowas sehe ein bisschen. Ne? Ja. Weil man sieht, wenn man so ein Solarpanel irgendwo auf dem Dach oder Balkon sieht, sieht man, die Jungs waren clever, die machen jetzt ihren eigenen Strom. Und das können sie auch eben hier für diese 1300 Watt Solaranlage. Nochmal, wenn Sie den Platz haben, das ist so unsere größte Balkonsolaranlage im Programm. Wenn Sie die anbringen können, erzeugen Sie natürlich noch am meisten Strom. Und sagen wir mal, bei 1300 Watt, da kann man dann auch schon mal überlegen, was für Stromverbrauch ich jetzt habe zu Hause. Mhm. Die großen Stromverbraucher, Waschmaschine, denke ich mal, Spülmaschine, die brauchen ja immer ganz viel Watt. Das ist ja nun die Stromstärke, mit der es gemessen wird. Dann kann man die vielleicht mal tagsüber laufen lassen. Ne? Clever sein dabei. Ja, klar. Ja, das macht ja auch ein viel besseres Gefühl, wenn ich weiß, meine Waschmaschine wird jetzt zum größten Teil oder vielleicht sogar komplett per Solar betrieben, und zwar von meiner eigenen Solaranlage. Also man weiß ja immer nie, ne? Wenn der Strom durch die Steckdose quasi einfach so kommt, weiß man ja nie, wie ist denn der Strom tatsächlich entstanden. Aber man da weiß nur, dass er viel Geld kostet. Das ist das Einzige, was du weißt. Genau, es kostet viel Geld. Und hier hast du quasi Strom zum Nulltarif tagsüber. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass diese Gewohnheitsumstellung, Waschmaschine mal tagsüber, wenn es Licht scheint oder die Sonne scheint, anzustellen, das passiert schnell, glaube ich. Ja, ich habe mal meine Waschmaschine an so einen Energiekostenzähler gehängt und habe dann eben gesehen, dass meine Waschmaschine allein an Strom, je nach Temperatur, zwischen 40 und 60 Cent pro Waschgang braucht. Nur Strom. Und wenn ich jetzt wüsste, dass ich das umsonst habe, oder ein Großteil davon umsonst, dann ist das eben wirklich gutes Gefühl. Und das ist so, ja, wie früher so ein Experimentierkasten, den man als Schüler hatte, wo man so ein kleines Solarpanel oder eine Flamme irgendwie hatte und dann hat sich ein Rad gedreht. Ja. Habt ihr auch gemacht im Physikunterricht, ne? Ja, das ist schon echt ein Erfolgsgefühl, ja. Und dann dreht sich eben kein Rad, sondern meine Waschmaschine oder der Kühlschrank, mindestens der Kühlschrank. Ja. Was läuft bei dir gerade alles zu Hause? Oh, also ich weiß ja nicht, was mein Mann in meiner Abwesenheit alles so anstellt. Ach ja, der ist ja jetzt gerade zu Hause. Genau. Nee, aber definitiv sind das die Geschichten, die wir eben schon angesprochen hatten. Kühlschrank, WLAN-Router. Ich schätze, jetzt läuft auch noch der Fernseher. Ja. Dann wird wahrscheinlich auch noch mal das Handy angesteckt werden, ne, braucht ja auch Saft, ist schon einiges, was da zusammenkommt. Aber auch wenn ich nicht komplett alles jederzeit Tag und Nacht abfedern kann mit der Solaranlage, man weiß trotzdem, täglich bewirkt es etwas und das ohne mein Zutun tatsächlich, es funktioniert ja wirklich so einfach, ne? Ja, hier haben wir mal die Standby-Kosten für ganz normale Geräte aufgelistet, die Sie mit Sicherheit auch im Haushalt haben. Und wenn man das mal alles addiert hier, ich gucke mal zum Beispiel, der Fernseher, der einfach nur in der Steckdose steckt, kostet mich 32 Euro im Jahr, ohne dass ich ihn benutze. Wo haben wir hier mal was Höheres? Eine Stereoanlage sind mit 35 Euro. Wenn wir das jetzt alles zusammenrechnen, ja, da kommen wir schon auf über 100 Euro, 150 Euro schätze ich mal, 120, 150 Euro. Und wenn ich davon jetzt abzwacken kann durch meine Balkonsolaranlage, ist das natürlich fantastisch. Das ist wirklich klasse, dass wir eben hier den Standby-Betrieb mindestens
schon mal eben abstellen können. Dadurch, dass wir jetzt eine Balkonsolaranlage haben mit diesem Strom umsonst. Ja, das finde ich auch. Gerade jetzt wird einem vielleicht auch mal bewusst, wie viel denn immer angeschlossen war. Ja. Weil wenn die Preise jetzt immer weiter steigen, da schaut man ja dann wirklich mal, was noch in der Steckdose steckt. Und wenn man jetzt zum Beispiel wirklich einfach die Sonnenenergie hier mit unserer Balkonsolaranlage nutzen kann und dann einfach mal clever tagsüber zum Beispiel die Waschmaschine anstellen kann, das macht wirklich richtig Sinn und spart natürlich einiges an Geld. Also jetzt ist die perfekte Gelegenheit und dann können Sie auch mal ganz entspannt die Waschmaschine laufen lassen, ohne schlechtes Gewissen, denn die Strompreise, die werden ja momentan nicht weniger und ich finde, jetzt wird es einem richtig bewusst, was alles in der Steckdose steckt. Ja, ohne schlechtes Gewissen, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also jedes Mal, wenn man irgendein Gerät benutzt, denkt man doch, oh Gott, das kostet mich jetzt wieder viel Geld. Ja. Ich habe ja so eine Kellerbar bei uns, da ist keine Heizung, natürlich nicht, im Keller. Und wenn es im Winter kalt ist, dann machen wir da so einen Heizlüfter an. Aber wir machen den wirklich immer nur 5 Minuten an, bis es einigermaßen erträglich ist. Einmal die Stunde oder so. Da denkt man drüber nach, über die Stromkosten. Mhm. Aber jetzt mit so einer Balkonsolaranlage tagsüber, im Sommer haben wir vielleicht Ventilatoren, vielleicht haben wir sogar eine Klimaanlage. Mhm. Das sind große Stromfresser. Und die kann ich jetzt also ohne schlechtes Gewissen einfach laufen lassen, weil es mich ja nichts kostet. Es ist ja eben Lebensqualität auch. Ne? Und das war ja so ein bisschen, als wir noch jünger waren, war das ja so, dass man sich tatsächlich überhaupt gar keine Gedanken machen musste über Strom oder wie lange nutze ich meinen Fernseher, lasse ich den vielleicht mal, haben ja früher auch ganz viele gemacht, den Fernseher einfach nebenbei laufen lassen. Ne? Ja. Hat ja nichts gekostet. Jetzt nicht das mehr. Weh. Ja, das stimmt. Und das ist so schön, dass ich hier jetzt meine Lebensqualität erhalten kann, weil unsere Lebensqualität hängt ja nun mal von strombetriebenen Geräten ab. Kann man heutzutage so klar sagen, ne? Ja, Strom, wir können nicht ohne Strom. Es ist ganz einfach so, also wenn mal Stromausfall ist, dann merkt man das ja immer, wie man drauf angewiesen ist. Dann geht es los mit Kerzen und dass man, was weiß ich, kein warmes Wasser mehr hat, im Kühlschrank vergammelt. Das sind alles so Geräte, die brauchen Strom und auf die sind wir mehr oder weniger angewiesen. Ne? Und die müssen wir also laufen lassen. Und warum dann nicht mit so einer Balkon-Solaranlage da eben die Kosten ein bisschen rausnehmen und vor allem auch noch hier fürs gute Gewissen was für die Umwelt tun, weil dieser Strom ist eben absolut sauber, absolut clean. Den können wir also bedenkenlos, ohne schlechtes Gewissen benutzen noch dazu. Ja. Ne? Ja, ganz im Gegenteil, wenn du jetzt bestellst, ne, mit den ganzen Vorteilen, die wir schon angesprochen haben, Förderung von Kommunen und Ländern, dann der TV-Sonderpreis natürlich, die 0% Mehrwertsteuer gegebenenfalls, die Speditionskosten, die ich mir spare, also es wird kostenfrei zu Ihnen nach Hause geliefert, dann spare ich mir auch noch die Montagekosten. Genau. Und dann habe ich nur noch die Kosten für den Elektriker, gegebenenfalls, wenn ich keinen persönlich kenne. Ja. Das ist so viel. Guck mal. Ja, das ist ordentlich. Ja, du sparst und dann sparst du natürlich auch ab dem ersten Moment, wo du den Stecker reinsteckst, da wird ja schon Strom erzeugt, den du benutzen kannst, egal ob die Sonne scheint oder nicht. Wie gesagt, diese Anlage mit 1300 Watt Spitzenleistung, also wenn die Sonne im Sommer komplett drauf knallt, haben wir eben diese tatsächlich 1300 Watt. Wenn es so bewölkt ist wie jetzt, dann ist es ein bisschen weniger. Aber nochmal, jedes Watt, was ich hier erzeuge, brauche ich nicht zu bezahlen. Und ich benutze dieses Watt. Und erst wenn ich über diese, sagen wir mal, maximal 1300 Watt rübergehe, dann muss ich den Strom von meinem Energieversorger nehmen. Hier sehen wir das mal. Da haben wir uns mal, das ist hier bei uns auf dem Gelände, da haben wir uns mal so ein Gestell dafür gebaut aus Holz. Das ist ganz, ganz einfach zu machen. Aber Sie können das auch ganz einfach auf dem Balkon anbringen, am Balkongeländer oder draußen auf dem Balkon stellen oder im Garten stellen. Es ist wirklich kinderleicht. Hier sehen wir diese Steckverbindung. Das ist es ja, das ist so einfach. Du hast diese Steckverbindung auch schon benutzt, ne? Ja. Und du warst auch skeptisch am Anfang, ne? Ja, am Anfang dachte ich, wie gesagt, wirklich, das können nur die Profis machen. Aber dann habe auch ich hier mal die Stecker zusammengesteckt. Das geht super einfach. Man kann das auch gar nicht falsch machen, weil die Einsparnisse in diesen Steckern sind genau ausgelegt, dass sie zueinander passen. Und ich finde auch vom Optischen macht so eine Anlage wirklich was her. Wenn Sie sich das jetzt mal anschauen, wenn das zu Hause bei Ihnen ist, das sieht ja auch schon mal richtig klasse aus. Und man kann ja vielleicht sogar noch die Solarpanels als Sichtschutz verwenden.
auf dem Balkon gegebenenfalls. Dann kann da auch keiner mehr reinschauen. Auch da suchen natürlich immer viele für einen Sichtschutz. Und wenn man dann jetzt hier diese wunderschönen, schicken Solarpanels hat, das ist ja auch die neueste Technologie bei den Solarpaneln, ne? Ja, wir haben monokristalline Solarpanel natürlich, die also das Maximum an Energie auf kleinstmöglicher Fläche anbieten. Aber so das, was wir da eben gesehen haben, das sah doch auch richtig schick und modern aus. Voll. Ne? Gehört mittlerweile auch einfach zum Bild dazu, wenn man sich Häuser anschaut, wenn man sich Grundstücke anschaut, da ist das schon gesetzt, dass man eigentlich an jeder dritten Hausecke, sag ich jetzt mal, Solarpaneele sieht. Also das ist quasi der neue Pflanzenkübel im Garten. Also es ist mittlerweile einfach auch als Accessoire zu sehen, aber sinnvolle Ergänzung hier in Ihrem Garten zu Hause beispielsweise oder eben am Balkon. Ich nenne Ihnen noch die Bestellnummern, auch hier wieder in beiden Varianten, die wir schon kennengelernt haben. Die herkömmliche 19% Mehrwertsteuer-Variante mit der Bestellnummer ZX3146 und der 569. Wenn Sie es direkt fest installieren wollen zu Hause und das Ihr Einsteigerprodukt ist, dann bestellen Sie mit der MW1020 und der 569. Denn da sparen Sie noch mal einiges natürlich bei diesen Preisen. Aber es geht tatsächlich noch mal einfacher, kaum zu glauben. Aber deswegen sehr wahrscheinlich auch die beliebteste Solaranlage, die wir Ihnen jetzt präsentieren. Ne? Ja, das ist mit Abstand unsere beliebteste Balkon-Solaranlage, die wir Ihnen jetzt mal zeigen wollen. Und ich gehe mal eben rüber. Dann kann ich Ihnen nämlich mal und euch mal den großen Vorteil, warum ich glaube, dass diese Anlage eben so beliebt ist, mal eben zeigen. Mhm. Wir haben die hier ganz rechts aufgebaut. Das ist das Solarpanel, was Sie bekommen. Das ist ein 405 Watt Solarpanel. Hier brauchen Sie gar nichts mehr zusammenzustecken. Hier brauchen Sie gar keine Steckdose auszuwechseln. Das hat im Moment noch, also es soll sich in der Zukunft ändern, dass wir nicht mehr diesen WLAN-Stecker brauchen, hat das mit der Wattzahl zu tun, mit den Verordnungen, die im Moment in Kraft sind. Diese Solaranlage hat einen Stecker, einen ganz normalen Schuko-Stecker. Und das heißt, ich brauche jetzt gar niemanden mehr. Ich kann dieses Solarpanel, so wie es ist, bei mir in die Steckdose stecken. Das ist ein unglaublicher Vorteil natürlich. Das ist unser Katalog-Titelprodukt übrigens im Moment. Und damit habe ich jetzt hier ein Solarpanel, was mir diese 405 Watt tatsächlich liefern kann. Es ist schwarz, es ist wunderschön, finde ich. Und so circa 1,15 Meter mal 1,70 Meter groß. Also das ist auch eine Fläche, hier sehen wir das mal. Das würde hier den halben Balkon aufnehmen eben. Das kann wirklich jeder. Wir haben hier ein ganz normales Stromkabel dran. Alles ist fest mit eingebaut. Wir haben hier den Inverter mit eingebaut. Das heißt, alles, was Sie hier machen müssen, ist wirklich nur, oder was ihr hier machen müsst, ist wirklich nur den Stecker in die Steckdose stecken und dann erzeugt man schon seinen eigenen Strom. Das ist das Solarpanel, schwarz, rahmenlos, ist auch nochmal was ganz Modernes. Das heißt, wir haben hier keine Kante mehr dran, das nennt sich Fullscreen-Technologie. Das heißt, wenn es mal schneit oder regnet, geht hier das Wasser also ganz normal runter. Ich zeige Ihnen mal die Rückseite. Ich weiß, normalerweise zeigt man die Rückseite von Produkten nicht, aber das ist natürlich hier besonders interessant. Achtung. Da sehen Sie mal die Rückseite hier. Sie sehen, hier ist der Inverter schon fest mit eingebaut und aus diesem Inverter kommt dieser Schuko-Stecker. Das ist jetzt wirklich, ich sag mal, einfacher als einen Toaster zu installieren. Weil beim Toaster, wenn du den gebrauchen willst, musst du den in die Steckdose stecken und immer noch das Brot runterdrücken. Ja. Ist doch und so, siehst ne? du, das mache ich auch jeden Tag. Ja. Und das musst du ja nur einmal machen. Das musst du nur einmal machen. Hier, das Kabel ganz, ganz einfach in die Steckdose stecken. Also einfacher geht es wirklich nicht. Es ist ein Komplett-Set. Es ist hier alles fest installiert. So kommt das zu Ihnen. Sie kriegen das wie einen ganz normalen Toaster, sage ich mal, nach Hause. Den stellen Sie irgendwo hin, stecken es in die Steckdose und können dann sofort Ihren eigenen Strom erzeugen. Und auch hier wieder nicht zu knapp. Ich setze mich mal wieder zu euch. Mhm. Diese 405 Watt, das würde bei dir schon reichen, Moni, ne? Ja, auf jeden Fall. Das würde komplett schon mal sehr, sehr viel abfedern. Und natürlich, ich finde, diese Solaranlage für die Steckdose ist einfach für jedermann. Weil hier brauchen Sie auch keinen Elektriker, der mehr irgendeine Steckdose umsteckt. Nein, Sie haben hier einfach den Schokostecker. Sie bringen natürlich das Solarpanel an. Vielleicht stellen Sie es auch einfach nur auf den Balkon.
oder befestigen es natürlich auch richtig und dann den Stecker in ihre Schokosteckdose und dann von dem Moment an haben sie hier schon die Sonnenenergie, die sie ernten können und für sich arbeiten lassen. Also ich finde das wahnsinnig klasse. Es ist nochmal ein Tuck einfacher. Also das kriegt jetzt wirklich jeder hin. Da gibt es keine Ausreden mehr. Nee. Ne? Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Mhm. Sie haben Rebecca gehört. Also wirklich, einfacher geht es nicht. Ja. Und nochmal, wir ernten hier, also es ist die größte Energiequelle, die es überhaupt gibt, ist die Sonne. Wir ernten den Strom, den die Sonne erzeugt durch ihr Licht. Sogar bei Tageslicht kriegen wir Strom. Und ab dem Moment, wo ich diesen Stecker in meine normale Schuko-Steckdose stecke, erzeuge ich meinen eigenen Strom, den ich sofort benutzen kann. Einfacher geht es einfach nicht. Und wie gesagt, nochmal die ganzen Vorteile. Man hat hier eben den Strom, mit dem man die Grundlast abfedert. Das heißt, Sachen, die in dem Moment bei Ihnen in der Steckdose stecken, ob Sie die benutzen oder nicht, werden hier mit Strom versorgt. Und hier eben bis zu 405 Watt. Alles, was darüber hinausgeht, das wird dann eben erst vom teuren Energieversorger genommen. Wir haben ständig einen Überblick über diese App, die dann eben also auch, weil sie im Internet ist, natürlich auch, kann ich bei der Arbeit mal eben gucken. Hier, guck mal. Guck mal, Moni, meine Waschmaschine ist heute gelaufen, hat mich keinen Cent gekostet. Ja. Das ist einfach toll. Ja, das ist, finde ich, wie so ein Träumchen, das jetzt wahr werden kann. Vielleicht haben Sie auch schon lange mal überlegt und gedacht, ach, das ist immer so schwierig, vielleicht das anbringen. Aber hier wirklich, es geht richtig einfach den Stecker in die Steckdose stecken und natürlich vorher das Solarpanel anbringen. Und hier sehen wir auch mal die App. Das ist natürlich auch wieder hier dieses Erfolgserlebnis, was Sie dann bekommen, können Sie einfach draufschauen. Auch das finde ich richtig klasse, dass man hier wirklich, ja, überall draufschauen kann, sogar wenn man bei der Arbeit ist und sich wirklich nochmal freuen kann. Ich finde es super. Ja, da ist man sehr neidisch dann, wenn jemand sowas hat, ne? Weil man da eben sieht, genau auf Euro und Cent, wie viel Strom ich jetzt selber benutzt habe und wie viel Strom meine Solaranlage hier für mich erzeugt hat mit diesem grünen Strom. Also nochmal, es ist so begeisternd, wie einfach das für jedermann ist, heutzutage seinen eigenen Strom zu erzeugen. Man muss nicht mehr neidisch zu den Nachbarn gucken, die vielleicht schon Solaranlagen drauf haben. Wenn Sie so eine Anlage bei sich in einer Mietwohnung anbringen, würde ich den Vermieter vorher fragen. Das gebietet so die Höflichkeit. Er kann es nicht ablehnen, aber es ist trotzdem sehr nett, das zu sagen. Das Gleiche, wenn Sie eine Eigentumswohnung haben, fragen Sie nicht die Hausgemeinschaft, sagen Sie denen Bescheid, ich baue jetzt sowas an, die kann da auch nichts gegen sagen. Aber wie gesagt, aus Höflichkeit sollte man das vorher ganz einfach fragen. Und dann, wenn Sie ausziehen, können Sie die ja ganz einfach mitnehmen. Nur Stecker raus. Stecker raus. Ab in den Umzugswagen, das war's. Das war's, ganz genau. Muss ich nichts umrüsten, ummontieren, gar nichts, ja. Ja, und wie gesagt, Sie müssen das nicht auf dem Balkon anbringen. Sie sehen das hier, wir haben es hier mal auf so ein Dach gemacht. Und diese 0% Mehrwertsteuer, die also wirklich für die meisten, vermute ich mal, eben dann auch noch hier zutrifft, können Sie dann eben wirklich nochmal richtig viel Geld sparen, zusammen mit der Förderung, die Sie vielleicht von Ihrer Kommune bekommen. Das ist auch ein ganz tolles Programm. Also ich habe gelesen, in Göttingen gab es letztes Jahr im Dezember nochmal, ein Pott wurde aufgemacht von 65.000 Euro, um diese Solaranlagen eben zu fördern. Wenn der Pott alle ist, dann wird er vielleicht wieder gefüllt, wir wissen es nicht. Und dann muss man halt sehen, dass man da rechtzeitig dann eben mit reingeht. Und wie gesagt, fragt einfach bei euch zu Hause in der Kommune, werde ich gefördert, mit wie viel werde ich gefördert? Hier ist meine Rechnung von Pearl. Ich bekomme jetzt sogar noch mal Geld zurück dafür. Das ist wunderbar, wenn ich mir überlege, ich bekomme Geld zurück, ich spare und vor allem langfristig spare ich einfach Stromkosten. Also das ist so viel, was da zusammenkommt. Ich meine, schauen wir uns mal die Strompreise an, wie die aktuell durchschnittlich liegen. Da haben wir auch noch eine Grafik für Sie. Das ist immens viel. 48 Cent pro Kilowattstunde ist, glaube ich, aktuell so der Durchschnittspreis. Müssen wir uns mal angucken hier. Da sehen wir es. Auch die Entwicklung, ne? Wie steil bergauf die Preise gehen. Du hattest eben noch gesagt, Moni, man hat so das Gefühl, es wird immer mehr. Mhm. Es gibt kein Halten irgendwie. Aber selbst wenn, es ist ja total egal, wie sich die Preise in Zukunft entwickeln werden. Fakt ist, wir sparen immer, jetzt aber ja ganz besonders. Ne? Ja. Ich habe zum Glück meine Strompreiserhöhung noch nicht bekommen. Ich habe eine Ankündigung gekriegt, dass die hochgehen werden. Aber so diesen Brief so, wir gehen jetzt auf
was weiß ich wie viel Cent, der steht mir noch bevor. Sogar mit der Energiepreiswende, mit der Energiepreisbremse heißt sie, die ja irgendwann in Kraft tritt, zahlen wir immer noch 40, ich glaube etwas über 40 Cent pro Kilowattstunde. Kollege Carsten Ruhland hat bis jetzt immer 29 Cent bezahlt. Der hat im Dezember einen Brief bekommen, dass es auf 69 Cent hochgegangen. Ja, und ich weiß noch, wie er hier reinkam. Da war kein guter Tag. Nee, es war kein guter Tag und der musste das verarbeiten, ne? Ja, ich meine, das trifft uns alle jetzt. Mhm. Für uns, sagen wir mal, wenn man alleine oder zu zweit wohnt, ist es sehr ärgerlich. Ja. Aber stell dir mal eine Familie vor, so eine Vierkopffamilie oder sowas, da geht das dann richtig, die brauchen natürlich mehr Strom. Mhm. Und da geht das dann nochmal richtig ins Geld. Also vor allem, es ist ja so, dass nicht nur die Stromkosten steigen, ne? Viele, gerade Familien, höre ich immer wieder, dass sie sagen, Mensch, die Wocheneinkäufe, die kosten schon so viel. Ja. Da kannst du aber jetzt nicht wirklich viel machen. Aber bei den Stromkosten können sie etwas machen. Und das geht, wie wir ja schon festgestellt haben, auch sehr, sehr einfach. Also endlich kann ich hier auch mal aktiv werden. Und es ist definitiv gut investiertes Geld, selbst wenn wir nur an den Aspekt denken, dass ich hier erneuerbare Energie erzeugen kann und damit was Gutes tun kann. Aber es ist natürlich auch in vielerlei Hinsicht einfach vorteilhaft. Das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Ja, und der Wahnsinn ist wirklich auch gerade, finde ich, das neue Jahressteuergesetz, was am 01.01.2023 in Kraft getreten ist. 0% Mehrwertsteuervariante, wenn Sie es zu Hause einsetzen oder vielleicht auch einer angrenzenden Garage. Also ich habe das noch nie erlebt, es sei denn auf dem Flohmarkt oder so. Aber jetzt hier diese 0% Mehrwertsteuervariante, nutzen Sie die wirklich aus. Wir wissen nicht, wie lange die ist, aber momentan ist sie da und Sie können sie nutzen. Also ich finde das auch nochmal richtig klasse. Dann vielleicht sogar noch die Zuschüsse. Rebecca hat das erklärt. Sie haben so viele Vorteile und natürlich die Anlage ist lieferbar und kommt auch versandkostenfrei zu ihnen. Und so ein großes Solarpanel ins Auto zu kriegen, ist ein bisschen kompliziert. Ich glaube, das reicht gar nicht aus, so ein Kofferraum dafür. Deshalb am besten ganz entspannt jetzt hier bestellen und dann können Sie schon in wenigen Tagen einfach den Stecker in die Steckdose stecken und dann haben Sie ein breites Grinsen auf dem Gesicht, wenn Sie täglich in die App schauen und sehen, wie viel Sie denn schon gespart haben. Ja, hier sehen wir es nochmal. Einfach das Solarmodul irgendwo installieren und dann in eine normale Schuko-Steckdose, also einfacher geht es nicht. Das ist hier Ihr Vorteil, dass Sie also gar nichts mehr, gar keine Hilfe mehr brauchen. Das können Sie alles selber machen. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Apropos bezahlen. Wir haben ja bei uns auf Pearl TV auch noch andere Bezahlmöglichkeiten, ne, wenn man darüber bestellt. Ja, zum Beispiel online, meinst du? Ja. Also wenn ich bei Pearl.tv bestelle, ja. Da haben wir eben nochmal die Möglichkeit, dass man dann eben per PayPal, per Kreditkarte, per PayPal kann man sogar Ratenzahlungen machen. Ich weiß, es ist Geld, was wir hier ausgeben, sind ein paar hundert Euro, aber es ist eine einmalige Anschaffung, von der ich halt jetzt in der Zukunft lange was von haben werde. Und ich sage mal, die amortisieren sich ja nach einiger Zeit schon wieder, also relativ flott bei den augenblicklichen Strompreisen. Das heißt, es ist eine Investition, die ich einmal mache, um langfristig Geld zu sparen. Es ist also vernünftig und clever, sich so eine Anlage jetzt zuzulegen. Wie gesagt, wir haben die lieferbar, sie wird frei Haus geliefert. Wir schenken Ihnen die Versandkosten und dann steht er in wenigen Tagen vor Ihnen hier, unser Bestseller, sage ich mal hier, mit den 405 Watt und der ganz normalen Schuko-Steckdose. Ich finde das der Wahnsinn, dass wir die Anlagen, die wir Ihnen gerade alle zeigen, unsere drei besten oder meistverkauftesten Solaranlagen für den Balkon, dass wir die alle lieferbar haben. Bei vielen anderen hört man ja auch teilweise von 10 Monaten Wartezeit. Und wenn Sie jetzt mal 10 Monate draufrechnen, ja, dann sitzen wir wieder im Herbst oder im Winter da. Also jetzt ist wirklich die beste Gelegenheit. Ich finde das klasse, dass wir das hier unseren Pöltv-Zuschauern anbieten können. Also besser geht's wirklich nicht. Ja, es ist lieferbar und es wird geliefert. Es kostet ein paar hundert Euro, aber dafür hat man dann halt langfristig die Stromersparnis, das heißt die Geldersparnis. Ich bin Teil der Energiewende. Es gibt mir auch noch mal ein gutes Gefühl. Und ich brauche nicht mehr neidisch zu den Nachbarn zu schauen und sagen, oh, guck mal, der hat eine Solaranlage, der hat alles richtig gemacht. Und noch mal, im Vergleich zu einer großen Photovoltaikanlage auf dem Dach, die kostet halt mal schnell 10, 20, 30, 40.000 Euro. Hiermit kann man seinen eigenen kleinen Teil, also ich sag mal, der Otto-Normalverbraucher, dazu beisteuern. Und es ist wirklich ein paar hundert Euro, um langfristig eben Geld zu sparen.
Ich finde es gerade bei diesem Modell auch sehr faszinierend, muss ich sagen. Also, dass ich schon so günstig dabei bin, muss ich wirklich sagen. Für mich wirkt das total günstig, wenn ich mir überlege, dass ich tagtäglich damit spare, das über Jahre hinweg, wenn ich mir überlege, dass ich das ganz einfach nur in die Steckdose, normale Steckdose habe ich auch auf dem Balkon, einfach reinstellen kann. Wenn ich mir das Solarpanel ansehe, dann passt das definitiv auch bei mir komplett einmal über die Balkonlänge. Sieht auch noch gut aus. Ja. Ist mein persönlicher Favorit, auch optisch. Finde ich auch. Gut, Optik ist hier überall gut. Die Optik zählt bei bestimmt sehr vielen Kunden auch. Ja, wirklich. Und es ist relativ flach. Ne? Und dementsprechend findest du da, glaube ich, sehr schnell ein Plätzchen dafür. Ja, wie gesagt, das ist 1,13 Meter mal, also 1,15 Meter ungefähr mal 1,72 Meter. Ich glaube, ein normales Balkongeländer in Deutschland ist so 1,20 Meter hoch. Man kann es am Balkon anbringen, man kann es am Gartenhäuschen anbringen. Und hier eben das komplette System. Der Inverter ist schon mit eingebaut. Einfach nur ein Schuko-Stecker, der zu Ihnen nach Hause in die Steckdose geht. Und ab dem Moment, wo Sie es reinstecken, erzeugen Sie Ihren eigenen Strom. Ja, jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Also einfacher geht es jetzt wirklich nicht. Es ist einfacher, als den Toaster zu bedienen oder auch die Kaffeemaschine, wie wir das hier gern vergleichen. Nee, aber Spaß beiseite, es ist wirklich super einfach. Sie bekommen jetzt hier gegebenenfalls sogar noch die 0% Mehrwertsteuervariante. Sie ist sofort lieferbar, die Versandkosten übernehmen wir für Sie. Also Sie haben wirklich nur viele, viele Vorteile. Also zögern Sie gar nicht lange. Ich nenne Ihnen gern einmal die zwei Bestellnummern. Einmal mit der 19% Mehrwertsteuervariante wäre das die ZX3374 und die 569 oder auch mit der 0% Mehrwertsteuervariante die MB1281 und die 569. Und jetzt fassen wir gerade noch mal unsere drei besten oder beliebtesten Solaranlagen für Sie zusammen und angefangen haben wir mit der 600 Watt Balkonsolaranlage. Ja, die 600 Watt Balkonsolaranlage hat diese vier Solarpanel, die jeweils 150 Watt erzeugen. Den Inverter bekommen Sie dazu, sämtliche Kabellage. Alles, was Sie noch machen lassen müssen, ist eben hier die WLAN-Steckdose einzubauen. Da ich vermute, dass für die allermeisten Zuschauer die 0% Mehrwertsteuervariante gelten wird, gebe ich Ihnen die Artikelnummer hierzu nochmal durch. Das ist die MW1023 und die 569, die 19% Mehrwertsteuerartikelnummer, sehen Sie ebenfalls auf der linken Seite eingeblendet. Der Preis rechts, der sehr attraktive Preis, gilt hier in diesem Fall für die 0% Mehrwertsteuervariante. Das ist definitiv wunderbar. Jetzt haben wir noch die 1300 Watt Balkonsolaranlage gesehen. Auch die super günstig. Ne? Auch die super günstig, auch die sofort lieferbar. Drei dieser großen Solarpanel, die Sie auch überall anbringen können und dann eben zusammen mit dem Inverter. Es ist eine einfache Steckverbindung, da können Sie nichts falsch machen, brauchen Sie keine Angst vor zu haben. Und dann die WLAN-Steckdose am Ende, die Sie ganz einfach in eine umgebaute Schuko-Steckdose tun. Das heißt, die Schuko-Steckdose raus, WLAN-Steckdose rein und schon haben Sie hier bis zu 1300 Watt Solarenergie, die Sie nutzen können. Auch hier zeigen wir Ihnen nochmal beide Artikelnummern eingeblendet für beide Varianten, die hier für Sie möglich sind zu bestellen. In der 0% Mehrwertsteuervariante die MW1020 und die 569 bitte am Telefon durchgeben. Dann kommt dieses Set inklusive Mikroinverter und App zu Ihnen nach Hause. Können Sie direkt anbringen, direkt aktiv werden und noch schneller, noch einfacher geht es mit dem beliebtesten Produkt. Deswegen sehr wahrscheinlich auch ganz vorne hier dabei bei uns. Pearl TV-Kunden. Ja, an der kann man jetzt, also wir haben es gesagt, es ist einfacher als einen Toaster zu bedienen. Einfach irgendwo aufstellen, hinhängen, wie auch immer. Von diesem Solarpanel geht der Stecker raus und es ist kein WLAN-Stecker mehr, es ist ein Schuko-Stecker. Das heißt, den stecken Sie ganz einfach in Ihre Steckdose und schon erzeugen Sie Ihren eigenen Strom. Man muss nichts mehr anschalten, man muss nichts zusammenstecken. Die wird einfach nur in die Steckdose gesteckt und schon erzeugen Sie hier Ihren eigenen Strom tagsüber bis zu 405 Watt mit schwarzem Fullscreen-Solarpanel. Das heißt, das sieht natürlich auch noch mal besonders schick aus, wie ihr gesagt habt. Und es ist besonders praktisch, weil es keine Rillen hat etc. Ja. Also sehr top modern sind Sie damit unterwegs. Die Bestellnummer ist die MW1281 und die 569 in der 0% Mehrwertsteuervariante. Das war unser Energieratgeber. Das heißt, wir haben Ihnen in dieser Sendung die drei beliebtesten Photovoltaikanlagen bzw. Solaranlagen gezeigt. Solaranlagen, die super einfach anzubringen sind allesamt und die für jedermann und jede Frau
geeignet sind, ne? Ja, ich hoffe, wir konnten ein paar Ihrer Fragen, Bedenken oder überhaupt, was kostet sowas, kann ich das selber, diese Fragen beantworten hier mit unserer Sendung. Hat Spaß gemacht mit euch beiden, mal was anderes so als Gespräch das zu machen. Ne? Ich finde es wunderbar, dass wir hier endlich mal Zeit haben, richtig ausführlich sich unseren Produkten zu widmen, denn das haben diese Produkte verdient, das haben auch Sie verdient, mal ein bisschen ausgiebiger informiert zu werden. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Freude beim Bestellen.